Wählt auf keinen Fall die CDU und die SPD. Millionenfach wurde dieser Aufruf auf YouTube angeklickt. Und tatsächlich, junge Leute haben die Parteien der GroKo bei der Europawahl abgestraft. Meinungsmache, schimpft die CDU-Vorsitzende und fordert Regeln für die Debatte im Netz. Die Große Koalition leidet. Sie sucht nach Antworten und trifft aber doch irgendwie nicht den richtigen Ton. Streit um Meinungsfreiheit. YouTuber gegen GroKo. Unser Thema heute in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen aus Berlin, wo immer Sie uns zuschauen, im Fernsehen oder im Internet. Meine Gäste sind Ruprecht Polenz. Von der CDU bis 2013 saß er im Bundestag. Zuletzt war er Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, war auch mal Generalsekretär der CDU und ist sehr aktiv bei Facebook und bei Twitter. Karline Mohr begrüße ich herzlich. Sie ist die Leiterin des Newsrooms der SPD. Das ist etwas Neues. Zuvor war sie bei Spiegel Online tätig und bei der Bild-Zeitung auch. Davor war sie für Social Media verantwortlich. Herzlich willkommen. Robin Blase ist bei uns. Seit über 10 Jahren betreibt er Rob Bubble. Das ist ein YouTube-Kanal zu aktuellen Internetthemen und zur Politik. Mit der Bundeszentrale für politische Bildung hat er Videos zur Europawahl produziert und hat auch zum Beispiel über die Münchner Sicherheitskonferenz berichtet. Und Markus Decker ist bei uns. Er berichtet seit 2001 aus der Hauptstadt, also kennt sich gut aus dem politischen Betrieb. Jetzt ist er Parlamentskorrespondent für das Redaktionsnetzwerk RND. Die beliefern mehrere Regionalzeitungen. Herr Polenz, nee, Quatsch, ich wollte mit Frau Mohr anfangen, jetzt halt gucke ich Sie hin. Aber Frau Mohr, ich wollte mit Ihnen anfangen. Ein Video, 12 Millionen Klicks inzwischen. Vor der Wahl waren es, glaube ich, so 3-4 Millionen. Und die ganze Republik spricht darüber. Rezo hat das geschafft, was die SPD nicht schafft. Warum schafft die SPD sowas nicht? Naja, Lars Klingbeil hat Anfang der Woche auf diese Frage bei Hard Aber Fair gesagt, vielleicht sollten wir mehr über Inhalte sprechen, weniger über Personaldebatten. Und natürlich schließt sich daran auch an die Frage, wo müssen wir eigentlich sein? Also wo müssen wir mit Menschen reden? Und diese Frage stellen sich natürlich gerade auch alle. Ich glaube, in allen Parteizentralen. Aber ein Platz wäre ja dann das Netz, das Internet, um das, miteinander zu reden. Klar, das ist da ist die SPD ja auch. Also Timo Wölken ist ja unser Vorzeige-YouTuber, wenn man so will. Es war ja auch einer der Ersten, der geantwortet hat auf dieses Rezo-Video mit einem YouTube-Statement, das ja auch in dieser Community erstmal gut aufgenommen wurde. Mhm. Und davon brauchen wir natürlich viel, viel mehr. Dafür sind Sie dann zuständig. Reden wir gleich mal drüber, wie das funktioniert. Herr Polenz, was kann Rezo, also dieser YouTuber, was die CDU nicht kann? Er hat Dinge auf den Punkt gebracht. Er hat eine Sprache gefunden, die offensichtlich Nerven getroffen hat, also ganz viele. Und er hat damit geschafft, dass es eine Wechselwirkung gab zwischen der Reaktion im Netz und dann eben auch den klassischen Medien. Das hat sich gegenseitig befeuert. Und dadurch hat es zwischen, glaube ich, über 12 Millionen Views gegeben. Die haben es nicht alle zu Ende gesehen, aber das ist schon eine gewaltige Zahl. Wenn Sie sagen, er hat den Nerv getroffen, heißt das, die CDU weiß nicht mehr genau, was jetzt gerade spielt, gerade bei jungen Leuten? Doch, aber als Partei kann man natürlich Dinge nicht in der gleichen Weise vortragen. Das wäre auch der falsche Ehrgeiz. Aber die CDU hatte sicherlich auch nach den Meinungsumfragen, was ist den Menschen wichtig in dieser Wahl, nicht die richtigen Themen. Die Menschen wollten über Klimaschutz reden. Und das Thema war durch Fridays for Future und die Wissenschaft und viele Artikel war top. Und darüber hätten die Menschen wahrscheinlich auch gerne mit der CDU gesprochen, aber es war nicht bei uns on top in der Agenda. Mhm. Herr Blase, wie erklären Sie sich, dass die Menschen sich auf einmal, die jungen Menschen sich so für Politik interessieren, wo wir immer gesagt haben, die interessieren sich eigentlich für Politik. Sie sind ja schon lange unterwegs in dem ganzen Feld. Haben wir das falsch eingeschätzt? Haben wir gesagt, das stimmt gar nicht, weil eigentlich gibt es schon immer ein großes Politikinteresse bei Jugendlichen? Ich glaube, es ist eine Mischung. Also ich glaube, auf der einen Seite haben sich junge Menschen schon immer für Themen interessiert und vielleicht weniger für Parteien oder Persönlichkeiten in der Politik. Und jetzt gerade ging es halt gerade in letzter Zeit im Internet viel um Themen. Fridays for Future, es geht um Umweltschutz, Artikel 13, es geht um Urheberrecht. Und das waren zwei Themen, die sehr stark besetzt wurden von jungen Menschen, sehr stark besetzt wurden im Internet und dann auch sehr stark besetzt wurden auf der Straße in Demos. Und ja, beides Themen, die aber gefühlt nicht ernst genommen wurden von der Politik und wo, glaube ich, jetzt unter anderem deswegen ein großes Interesse kam, dann doch sich mehr damit auseinanderzusetzen. Ist dieses Thema Urheberrecht war ja wirklich groß. Wie kam das, dass das nicht ernst genommen wurde, Ihrer Meinung nach? Und hat das viele politisiert? Wie das kam, weiß ich nicht. Ich hätte mir da auf jeden Fall mehr Reaktionen auf Augenhöhe gewünscht.
Aber ich glaube, dass das mit reingespielt hat, ja. Also ich glaube, was bisher wenig diskutiert wurde, ist, dass diese 12 Millionen natürlich jetzt inzwischen auch viel draufgeklickt haben wegen Medienberichten. Mhm. Aber am Anfang haben Rezos Abonnenten, die sonst ganz andere Videos auf seinem Kanal gewöhnt sind, da draufgeklickt. Und es wurde viel darüber diskutiert, okay, da steht Zerstörung im Titel, deswegen haben sie draufgeklickt, das ist ja was ganz Böses. Nee, sie haben draufgeklickt auf ein Video, in dem CDU im Titel steht. Das muss man erstmal schaffen, junge Menschen dazu zu bringen, auf ein Video zu klicken, in dem CDU drin steht. Egal, Zerstörung hin oder her. Ja. Es ist von Anfang an jedem Zuschauer, bevor er draufklickt, sichtbar, das geht um Politik und es geht 55 Minuten um Politik. Ja. Und ich glaube, vor ein paar Jahren hätten junge Menschen da nicht drauf geklickt. Also muss dieses Interesse irgendwo hergekommen sein und auch das Interesse an einer Zerstörung der CDU irgendwo hergekommen sein. Mhm. Und ich glaube, da hat Artikel 13 sicherlich mit reingespielt. Ja, sind ja, ist ja auch ein hartes Wort, Zerstörung der CDU. Herr Decker, fanden Sie das richtig, dass es so klar, also dass es auch so benannt wurde? Also, und wie fanden Sie dann auch die Reaktion der CDU darauf? Ja, ich finde das Video insgesamt ein bisschen polemisch. Ein bisschen sehr polemisch. Ich finde vieles, was da gesagt wird, richtig, in der Sache richtig. Aber das Problem finde ich, dass vieles nicht benannt wird. Auch was es für Probleme gibt, zum Beispiel bei der Frage, wie schützen wir eigentlich das Klima? Rezo redet zum Beispiel über den Ausstieg aus der Braunkohle. Was er nicht so benennt und nicht thematisiert, ist, dass das eben auch Jobs kostet und dass das zum Beispiel Jobs kostet in Gegenden, wo es heute schon wenig Jobs gibt, in Brandenburg zum Beispiel oder in Sachsen, wo jetzt gerade Landtagswahlen stattgefunden haben, wo die AfD jeweils stärkste Partei geworden ist. Und wo es schwierig ist, einfach jetzt nochmal einen Strukturwandel herbeizuführen. Die Frage, wie die CDU reagiert hat, da kann ich nur sagen, das ist eine glatte 6. Sie hat erstmal ein Video angekündigt und das Video dann nicht veröffentlicht, also das Video von Philipp Amthor. Sie hat sich dann nicht entscheiden können, ob sie sozusagen draufhaut auf Rezo oder ob sie ein Gesprächsangebot macht. Erst hat sie das eine getan und dann hat sie das andere getan. Und dass Frau Kamm-Karrenbauer jetzt die Frage aufgeworfen hat, ob man denn da irgendetwas regulieren könne oder müsse, ja, das ist natürlich fatal und die Reaktionen darauf, die Reaktionen zeigen auch, dass der Schuss jetzt voll nach hinten losgegangen ist. Es gab aber auch andere Reaktionen von der CDU, Herr Polenz. Sie haben auf Facebook einen Brief geschrieben an Rezo, haben den veröffentlicht und dann haben Sie auch geschrieben, zuerst hat mich dein Video zerstört, die CDU wahnsinnig geärgert. Haben Sie inzwischen, und dann haben Sie ganz ausgeführt, haben sehr ausführlich geschrieben. Warum haben Sie diesen Brief geschrieben und haben Sie eine Antwort erhalten? Also ich habe den Brief geschrieben, weil ich schon darauf reagieren wollte und weil ich, das war ja, glaube ich, der dritte oder vierte Tag nach der Veröffentlichung des Videos, von meiner Partei bis dahin nichts gesehen hatte und dachte, man muss ja da auch irgendwie darauf reagieren. Und ich wollte deutlich machen, oder ich muss es anders ausdrücken, ich hatte am Anfang zwei, drei Tweets dazu gemacht und darauf ein bisschen Zustimmung, auch viel Kritik bekommen, weil ich so aus dieser Ärgerhaltung geschrieben hatte. Und habe ich mir das nochmal in Ruhe überlegt und dann versucht, die Punkte anzusprechen, wo ich sage, also da hat er recht und habe das auch gesagt. Aber ich habe ihm zum Beispiel eben in seinen außenpolitischen Passagen widersprochen. Ich fand, er hat zu wenig über Terrorismus und nichts über IS gesagt, sondern sich nur an den Drohnen der Amerikaner abgearbeitet. Und ich habe ihm auch recht gegeben, was den Umgang meiner Partei weitestgehend jedenfalls in den lauten Stellungnahmen gegenüber Fridays for Future anging. Ich sage das deshalb laute Stellungnahmen, weil zum Beispiel unser Oberbürgermeister in Münster, der ist zu denen hin, hat mit denen diskutiert und da ist ein ganz anderes Gespräch auch in die Gänge gekommen. Also es war nicht überall so, aber die lauten Stellungnahmen, sehen Sie mal, wenn eine politische Forderung aufgestellt wird, Klimaschutz, und dann ist die Antwort aus meiner Partei die, die vielleicht der Schulleiter gibt. Wie macht ihr das denn am Freitag mit dem Unterricht, statt auf das politische Thema zu antworten? Dann ist doch was nicht in Ordnung. Also es gibt ja anscheinend dann eine Sehnsucht nach einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Ja. Warum nehmen die Parteien das nicht an, Herr Blase?
Das weiß ich nicht. Da müssen Sie vielleicht lieber die beiden Kollegen fragen. Ich verstehe es nicht, ja, ehrlich gesagt. Also ich würde mir genau das wünschen. Also bei Artikel 13 haben wir das gesehen, genauso wie bei Fridays for Future, genauso wie jetzt bei dem Rezo-Video. Also da sind junge Menschen, die ja eigentlich genau das machen, was seit Jahren oder Jahrzehnten oder Generationen gefordert wird. Junge Menschen sollten sich bitte mehr für Politik begeistern. Ich glaube, beim Artikel 13 haben ganz viele Politiker hatten keine Ahnung davon. Kann das sein? Auf jeden Fall, sicherlich. Anscheinend haben auch ganz viele Politiker keine Ahnung von Klimaschutz. Frau Mohr, wenn es eine Sehnsucht gibt nach einer inhaltlichen Auseinandersetzung, warum oder wie können Sie darauf reagieren? Was überlegen Sie da jetzt in der SPD? Was überlegen Sie im Willy-Brandt-Haus, seit das jetzt so ein wichtiges Thema ist? Wie Sie damit umgehen sollen? Das hat ja verschiedene Ebenen, also eine inhaltliche Ebene, eine kommunikative Ebene und vor allem, glaube ich, gibt es da eben ganz viele Fragen, weil es gibt jetzt nicht den einen Hebel, den man ziehen kann, damit das alles funktioniert. Und, Sie müssen Antworten geben. Die SPD muss jetzt doch eine Antwort geben. Was überlegen Sie da? Also Lars Klingbeil hat ja auf der inhaltlichen Ebene erstmal schon ganz offen und klar gesagt, ja, wir waren beim Thema Klimaschutz nicht präsent genug auf dem Platz. Wir haben da nicht genug gemacht und das wollen wir aber jetzt. Wir sind da dran und wir wollen auch die Bremser, wie er immer sagt, dazu kriegen, das Klimaschutzgesetz jetzt auch wirklich durchzusetzen. So, das ist die inhaltliche Ebene. Bei der kommunikativen Ebene, ja klar, geht es jetzt darum, sich nochmal zu fragen, was sind eigentlich die Kanäle, auf denen wir sein müssen? Wie schaffen wir es, Formate zu schaffen, schneller zu reagieren, schneller vom Hof zu kommen, wenn es darum geht, solche Gesprächsangebote auch anzunehmen? Und ich bin da total guter Dinge, dass uns das gelingen wird. Aber hat denn jetzt zum Beispiel Rezo Ihr Gesprächsangebot angenommen und hat er auf Ihren Brief reagiert? Ja, er hat kurz vor der Sendung noch getwittert tatsächlich und hat auch noch mal gesagt, so haben unterschiedliche Parteien reagiert und hat da auch geschrieben, ja, ich habe Gesprächsangebote bekommen und nehme die auch total gerne an. Und das geht ja nicht darum, das direkt ins Scheinwerferlicht zu stellen und damit wieder PR zu machen, sondern es geht ja tatsächlich ums Reden und zu sagen, wir sind da, wir hören zu und wir machen das nicht nur aus Show, sondern weil wir wirklich damit was machen wollen. Mhm. Aber Herr Decker, machen sich YouTuber vielleicht da manchmal auch nicht zu einfach, weil eben politische Prozesse kompliziert sind, weil sie verschiedene Interessen berücksichtigen müssen. Es gibt ja auch den Vorwurf, dass es eigentlich auch eine Art des Populismus ist. Wie würden Sie sagen? Ja, diesen Vorwurf, dass es Populismus sei, den habe ich selber erhoben in einem Kommentar. Ich würde auch dabei bleiben. Also populistisch finde ich, wenn der Eindruck erweckt wird, manche Dinge seien einfach ganz einfach. Den Klimawandel zu bekämpfen, das sei einfach ganz einfach. Das Gegenteil ist ja der Fall, wenn man entschlossen Klimaschutzpolitik betreiben will, dann muss man ganz tief sozusagen in Strukturen dieser Gesellschaft und dieser Wirtschaft eingreifen. Also über den Braunkohletagebau, da habe ich eben schon ein paar Worte gesagt. Die Automobilindustrie, davon hängen 1 Million und mehr Arbeitsplätze ab. Die kann man nicht einfach umstellen mit einem Fingerschnipsen auf E-Mobilität. Das Thema Fliegen ist ein Thema, was alle Menschen betrifft, auch viele junge Menschen. Dann ist eben Schluss mit dem Wochenendtrip nach Barcelona oder mit dem Konzert in London. Sondern ja, dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Dann muss man mit dem Zug fahren oder da auf so einen Wochenendtrip eben komplett verzichten. Man muss dann auch mehr Geld in die Hand nehmen, um so etwas zu realisieren. Und das all das nicht auftaucht bei Rezo, das finde ich, macht sozusagen seinen Populismus aus. Aber ich glaube nicht, dass Rezo in irgendeiner Form gesagt hat, dass er möchte, dass das mit dem Fingerschnipsen passiert. Im Gegenteil, er kritisiert ja die Politik, die in der Vergangenheit passiert ist und hätte sich da einfach schon eine längere Vorbereitung gewünscht auf das Problem, mit dem wir jetzt konfrontiert sind. Und ich glaube, die Sichtweise ist eher, es wird sicherlich nicht mit dem Fingerschnips passieren, aber es müsste eigentlich mit dem Fingerschnips passieren. Und das Traurige ist ja, dass es eben so komplex ist und dass die Herausforderung ist, vor der wir stehen. Wenn ich da ganz kurz widersprechen darf, Rezo hat wörtlich gesagt, CDU und SPD müssen nur das umsetzen, was die Wissenschaftler sagen. Sie müssen nur das umsetzen. Das ist Oton Rezo. Also ich fand die besonders stark die Passage, wo er nochmal auf den Punkt gebracht hat, was eigentlich klar ist. Wir verhandeln normalerweise Interessenausgleich und suchen Kompromisse. Die Natur macht aber keine.
und wir haben 9 Jahre Zeit. Und diese Botschaft ist unheimlich stark rübergekommen und sie ist richtig. Und die müssen wir jetzt auch als eine Chance verstehen, um diejenigen, die entweder sagen, also Klimawandel hat es immer gegeben oder Klimawandel, Menschen haben keinen Einfluss. Und wenn sie Einfluss haben, dann guckt man nach China. Also das ist ja diese Form der Diskussion, die wir dauernd haben. Und da kann jetzt auch eine Chance erwachsen, wenn wir verstehen, wir haben Fridays for Future, wir haben Riso, wir haben viele andere, die uns helfen, jetzt diejenigen zu überzeugen, denen wir in der Tat Veränderung im Verhalten zumuten müssen. Uns selber natürlich auch. Ja, Frau Moos. Ich verstehe eigentlich nicht, warum wir so viel darüber reden, ob dieses Video jetzt populistisch ist oder zugespitzt ist oder irgendwas. Ich glaube, das ist an erster Stelle gar nicht die Frage, sondern da ist gerade eine Tür aufgegangen. Da ist eine Tür aufgegangen zu einer Generation, zu einer bestimmten Community und zu einem bestimmten Anliegen. Und als erste Reaktion zu sagen, ja gut, aber bei Minute 37, da stimmte das vielleicht nicht ganz genau und das ist zugespitzt. Darum geht es doch erstmal überhaupt nicht. Es geht doch erstmal darum, durch diese Tür zu gehen und nicht wie die Union irgendwie 5 Blöcke weiter zu stehen und ihre Straßenkarte nicht aufgefaltet zu kriegen. Ja, aber wie dann machen Sie es konkret? Wie geht die SPD durch diese Tür? Sie haben ein Gesprächsangebot gemacht und heißt das, Sie würden sich jetzt auch sozusagen in Ihren parteipolitischen Entscheidungen daran dann messen lassen? Oder wie funktioniert das? Erstmal haben Sie ja ein schlechtes Wahlergebnis gehabt und nur 7% der Bevölkerung glauben, dass die SPD für Ideen der Zukunft oder die Zukunft gestalten kann. Also Sie kriegen ja erstmal ganz schlechte Noten. Also was die SPD ja bereits gemacht hat, ist zweimal öffentlich zu antworten. Nämlich einmal mit Timo Wölken und einmal haben sich Kevin Kühnert, Timo Wölken und Lars Klingbeil sofort vor die Kamera gesetzt zwischen zig Terminen in einer Gaming-Halle, weil das die einzige Situation war, wo es ging. Also erstmal dieses schnelle Reagieren und zu sagen, wir sind da. Ja, das haben 210.000 Leute gesehen. Das ist nichts gegen die Klicks, die das Ursprungsvideo hat. Und das ist auch, man redet die ganze Zeit über die CDU und nicht über die SPD. Ja, aber also ich glaube, 210.000 Menschen sind wahrscheinlich 209.000 mehr, als das PDF von der Union gelesen haben. So. Ja. Also ich würde gerne von dieser Kommunikationsfrage, so spannend das ist, wir können noch lange drüber reden, aber für mich ist die Klimafrage keine Jugendfrage. Für mich ist es auch keine Frage sozusagen einer bestimmten Zielgruppe, sondern es ist eigentlich unser aller Thema. Und die Chance, die man jetzt hat, ist eben, das auch als aller Thema so mit aufzugreifen, das auch zu spüren. Ja, warum macht die CDU das ja, die, nicht? Nein, das ist ja nicht richtig. Also die CDU hat das ja auch. Aber jetzt in der direkten Reaktion ging es gar nicht darum. Also das wäre jetzt wieder das Kommunikationsthema. Dazu vielleicht ganz kurz. Ich hätte kein Video versucht zu machen, weil Riso hat an seinem Video sicherlich Wochen gearbeitet. Mhm. Und da kann man nicht als Partei so einen Schnellschuss machen. Das ist was anderes, wenn Jana Behrens sich vor die Kamera stellt und macht da 15 Minuten was. Das ist authentisch, das kann die Partei nicht machen. Ich hätte ganz einfach gesagt, ich habe das gesehen. Lass uns drüber sprechen, mach einen Terminvorschlag, Punkt, fertig, aus. Also das, dass man einfach dann auch wieder sozusagen auf ein Format kommt, wo man selber auch mithalten kann. Ich glaube nicht, dass irgendeiner so ein Video produzieren kann. Ja. Ich würde doch ganz gern nochmal, also wir reden über zwei verschiedene Dinge, die im Grunde vollkommen verschieden sind. Wir reden einmal über das Thema, in erster Linie jetzt über das Thema Klimaschutz. Da teile ich vollkommen die Position, dass wir da keine Zeit haben. Ich bin ein Fan von Greta Thunberg, die sich immer nüchtern oder relativ nüchtern und sachlich äußert, die nicht polemisiert, die allenfalls ihre Ängste zum Ausdruck bringt und sagt, diese Angst ist auch angebracht. Also da bin ich voll dabei, aber wir reden eben auch über Formen von politischer Kommunikation und unser Thema in den letzten Jahren seit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise war mehr denn je das Thema Populismus, war wie wir kommunizieren, nicht zuletzt im Netz, welche Härte von Kritik da noch statthaft ist, welche Form von Kommunikation und darüber müssen wir schon auch reden können.
auch. Genau, wie schaffen wir es denn dann aber, ob im Netz oder woanders, die Debatten zu führen, die ja nun ganz viele und nicht nur Jugendliche für wichtig halten? Herr Bubble wollte ich schon sagen. Herr Blase, Rob Bubble ist Ihr Internetname. Herr Blase, wie schaffen wir das, dass wir halt einfach wieder in einen inhaltlichen Austausch kommen, wo wir uns nicht nur gegenseitig jeweils in die eine oder andere Ecke stellen? Ich glaube, indem wir über Inhalte reden. Also nach dem Rezo-Video habe ich ganz viele Sachen gesehen über, er hat blaue Haare, diese Kinder im Internet. Da habe ich jetzt heute Morgen gesehen, ich glaube, Sprecher der CDU-Fraktion in Berlin Verschwörungstheorie gepostet, dass man ja mal angucken sollte, wer hinter Rezo steckt, weil im Impressum steht ja ein YouTube-Management, so wie bei allen YouTubern, weil natürlich sind Künstler bei Managements unter Vertrag. Also wenn das die Reaktionen sind auf inhaltliche Kritik, dann kann man sich ja auch nicht drüber unterhalten. Und das haben wir leider eben jetzt nicht nur bei dem Video gesehen, sondern auch bei den Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben, die davor. Wie ist denn Ihre Erfahrung da? Weil Sie waren jetzt vor der Europawahl unterwegs, Sie waren auch in ganz Europa unterwegs. Wie ist Ihre Erfahrung? Wie kriegt man also diese Diskussionen und Debatten über politische Inhalte weitergetragen? Dass Sie eben auch nicht nur für eine kleine Blase da sind. Ich glaube, am ehesten, indem man sich nicht daran festmacht, wie die CDU das zum Beispiel kurz versucht hat, zu sagen, okay, wir müssen jetzt den jüngsten Politiker nehmen, den wir finden können und setzen den vor eine Kamera und dann wird das ganz cool und hip. Das ist nicht der richtige Ansatz. Ich glaube, der richtige Ansatz ist, Leute zu finden, die mit Leidenschaft und Authentizität an das Thema reingehen. Ich finde, wie Sie das ja machen, also Ihr Brief ist genau die Antwort, die ich mir ehrlich gesagt von allen CDU-Politikern gewünscht hätte, nämlich zu sagen, okay, es gibt ein paar Punkte, die sehe ich anders, aber ich respektiere dich für deine Punkte und ich nehme auch ernst, was du gesagt hast. Und erstmal auch danke dafür, dass du überhaupt als junger Mensch dich politisch irgendwie engagierst. Das habe ich gar nicht gehört von irgendjemand anderem sonst. Und das finde ich sehr schade. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt oder das, worüber wir gerade sprachen. Dieser Vertrauensverlust, den gibt es ja nicht nur gegenüber der Politik, sondern auch gegenüber der Presse. Also Menschen misstrauen mehr als früher der Presse, der Politik. Und eine Lösung dafür oder ein Ansatz oder ein Versuch könnte es sein zu sagen, vielleicht müssen wieder Menschen mit Menschen reden, weil ich glaube, das ist vielleicht eine ganz alte Wahrheit, die immer noch wahr ist. Menschen vertrauen Menschen und das ist ja auch das, was Rezo gemacht hat. Er hat ja erstmal mit seiner Community gesprochen. Das heißt, eigentlich brauchen wir mehr Menschen wie Sie. Ja, gut. Es ist ja ganz offensichtlich auch keine Frage der Generationen, wo man ist, wo man mit Menschen spricht. Und ich würde mir wünschen, dass es viel mehr Politikerinnen und Politiker gibt, die auch für sich herausfinden, wo bin ich gut, was macht mir Spaß, schreibe ich, rede ich, filme ich, aber damit rauszugehen, um einfach wieder direkt mit Menschen zu sprechen. Da würde ich gerne einen Satz noch zu sagen. Wenn ich so mit Kollegen früher gesprochen habe, mach doch mal ein bisschen mehr, diskutiert auf Facebook mit und damals habe ich nur Facebook gemacht oder auf Twitter, egal. Dann läuft das dann immer unter der Überschrift in Social Media gehen. Das heißt, ich gehe zu Menschen. Das muss man verstehen. Also ich gehe nicht sozusagen zu einem Medium, sondern ich gehe zu Menschen, die ich über das Medium erreiche. Und das ist ja auch genau das, wie es empfunden wird, wenn dort keine Politiker sind oder wenn sie sozusagen Kommunikation missverstehen, als ich sende was. Und Kommunikation heißt aber auch zuhören und antworten. So. Und das ist das, was passieren muss. Und das kann auch keine Parteizentrale abnehmen. Das muss jeder Politiker heute machen, der ein Mandat hat, mindestens. Sie haben eben das Wort Vertrauen gesagt und Vertrauen in Presse, auch in Journalismus. Herr Decker, jetzt haben wir auf der anderen Seite aber eine Entwicklung. Sie leiten einen Newsroom bei der SPD. Es gibt einen Newsroom bei der CDU. Es gibt AfD-TV, es gibt CDU-TV. Es gab die Aussage von Frau Kramp-Karrenbauer nach einem Werkstattgespräch, wo sie Fernsehteams nicht zugelassen hat, weil sie gesagt hat, wir wollen Herr über die eigenen Bilder sein. Also das ist ja eine Entwicklung, die hat ja nicht mit viel Vertrauen in die Presse zu tun. Wie beurteilen Sie als Journalist das? Ich möchte erstmal an der Stelle sagen, dass ich die Bewertung unserer Arbeit an dieser Stelle auch ein bisschen widersprüchlich finde. Insofern, als uns Journalisten in den letzten Jahren vielfach gesagt worden ist, wir hätten das Thema Flüchtlinge unterschätzt. Wir hätten das nicht zum Thema gemacht. Zugespitzt in der Formulierung, wir seien eigentlich alle linksgrün versifft. Das war der Vorwurf, der uns in den letzten Jahren gemacht worden ist. Und jetzt kommt der Vorwurf auf einmal aus der ganz anderen Richtung.
Jetzt wird uns gesagt, wir hätten das Thema Klimakrise nicht thematisiert. Wir wären auf dem Auge irgendwie blind. Das finde ich, beides zusammen kann irgendwie nicht stimmen. Eher würde ich sagen, dass beide Urteile ein bisschen oberflächlich sind und der Realität einfach nicht standhalten. Jetzt zu Ihrer Frage. Ich glaube einfach, dass durch die Digitalisierung es so ist, dass die klassischen Medien nicht mehr die sogenannte Gatekeeper-Funktion haben. Also wir sind nicht mehr diejenigen, die sozusagen alleine bestimmen, was und worüber und zu welchem Zeitpunkt informiert wird. Das bringt einfach die Digitalisierung mit sich. Davon sind Funk und Fernsehen genauso betroffen wie Zeitungen. Mhm. So, und im Online ist es einfach so, dass es da mehr Player gibt. Dass es da jetzt auch Player gibt, die sich, wo es heißt, sie machen einen Newsroom, aber Newsroom machen sie natürlich nicht, sondern sie machen Parteipolitik. Also da findet kein Journalismus statt. Rezo und die YouTuber, also ich kann jetzt nicht für alle YouTuber sprechen, bleiben wir bei Rezo. Was Rezo macht, ist natürlich kein Journalismus, sondern das ist... ist die Frage, ob diese Bezeichnung dann noch so funktioniert. Ja, klar, es funktioniert. Es ist unterm Strich so, dass wir uns in einer medialen Revolution befinden, wo es ein hohes Maß an Beschleunigung gibt, wo es mehr Interaktion gibt zwischen Sender und Empfänger, wo es neue Player gibt und wo alle auch Lernende sind. Und da wird jetzt einfach ein neues Spiel angepfiffen. Aber wenn es ein neues Spiel ist, müsste man da nicht auch neue Spielregeln haben, Frau Mohr? Wenn Sie sagen, das, was Sie da, Willy Brandt, haben, das ist ein Newsroom, machen Sie Journalismus, machen Sie Parteipolitik, was machen Sie da? Also der Begriff Newsroom beschreibt ja erstmal nur eine Organisationsstruktur. Also in Amerika wird der Begriff ganz häufig verwendet in nicht journalistischen Kontext. Es geht erstmal nur darum, Inhalte zu bewerten, ja. Nach Relevanz zu bewerten und zu entscheiden, in welcher Form spielen wir sie auf welchem Kanal aus. So. Und in einem journalistischen Newsroom funktioniert das natürlich nach journalistischen Kriterien, unabhängig, frei, und Meinungen werden als solche gekennzeichnet. In einem politischen Newsroom, ich hänge persönlich übrigens gar nicht an dem Begriff, aber dazu gleich nochmal, in einem politischen Newsroom natürlich geht es immer um Parteikommunikation und natürlich wird da immer im Sinne der Partei entschieden. Und ich glaube, ganz aber wichtig weiß der dabei, Zuschauer, genau, das ganz weiß der wichtig, Konsument das ist das Entscheidende. Ich glaube, es geht um Transparenz. Die Absenderschaft muss einfach total deutlich sein. Das, was beispielsweise die AfD macht, ist ja zu sagen, wir tun so, als würden wir Nachrichten machen. Das liegt überhaupt nicht in meinem oder in unserem Interesse, Menschen hinters Licht zu führen, indem man so tut, als würden wir Nachrichten machen. Aber wenn Sie den Begriff Newsroom verwenden, dann tun Sie das mit der bewussten Absicht, Grenzen zu verwischen. Also den Newsroom, weil im Willy Brandt-Haus gibt es seit 2010. Auch diesen Begriff gibt es seit 2010. Und gerade jetzt in der aktuellen Debatte, also die Sache ist ja die, ich glaube, wir sind ja alle für die liberale Demokratie. Und das Vertrauen in Presse und das Vertrauen in Politik ist gleichermaßen wichtig, damit das funktioniert. Das heißt, wenn wir bei einer Partei Newsroom haben und durch diese Begrifflichkeit besteht auch nur ein Hauch der Gefahr, dass Menschen das falsch verstehen, dann müssen wir es wegen mir auch nicht Newsroom nennen. Okay, also. Könnten Sie so umbenennen, Herr Polenz. Aber hat dann Frau Kramp-Karrenbauer nicht recht, dass wir eigentlich neue Regeln brauchen, weil die Debatten anders geführt werden? Die Debatten werden anders geführt, das ist richtig. Und ohne Twitter wäre Trump nicht Präsident geworden, weil er sozusagen sich sonst der Kritik von New York Times und Washington Post und so weiter viel mehr hätte aussetzen müssen. Über Twitter hat er das alles übersprungen. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht rückgängig machen lassen. Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen vom alten Schrot und Korn, also ich hätte Parteipresse nie richtig geglaubt. Und ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, dass auf einmal Parteipresse eine höhere... dass Parteipresse auf einmal eine höhere Glaubwürdigkeit hat. Das kann auch gar nicht der Anspruch sein. Partei heißt Pars, ein Teil ist parteiisch. Und man möchte ja irgendwo, und das ist eben die Funktion der Journalisten, jemanden haben, der Informationen gewichtet, wertet, einordnet, sortiert.
natürlich mit Sorgfalt und so, weil man das in der Flut der Informationen selber gar nicht kann. Jetzt kommt erst die Frage. Neben den klassischen Medien, die diese Aufgabe haben und wo ich mal sage, bei den Printmedien sehe ich noch nicht das zukunftssichere Geschäftsmodell, kommen jetzt andere dazu. Und das ist jetzt für mich die spannende Frage. Finden wir durch YouTuber oder andere Marken, denen ich dann auch so vertraue, und zwar quer durch die Generation. Also ich muss zugeben, ich gehöre auch zu denen, die YouTube weit unterschätzt haben, obwohl ich bei etwas Nachdenken es hätte merken können, warum YouTube so eine Glaubwürdigkeit hat. Wenn mein Sohn ein Problem nicht lösen kann, googelt er und dann wird er auf ein YouTube-Video verlinkt und auf einmal kann er sozusagen sein iPhone geht dann wieder. Ja. Was das für einen Vertrauensgewinn für die Plattform bedeutet, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe ein Problem und dank YouTube habe ich es dann nicht mehr. Das finde ich eine Lösung, genau. So. Okay. Und da das für die Politik irgendwie nutzbar zu machen, wäre vielleicht mal wert, drüber nachzudenken. Ja, Herr Blase, brauchen wir da Journalismus noch oder reicht das, wenn es Formen gibt, wo Sie arbeiten, wo es Podcasts gibt ohne Ende? Brauchen wir den klassischen Journalismus noch? Natürlich, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, Rezo würde sich selber nicht als Journalist bezeichnen. Der macht ja sonst eigentlich Musik. Und auf dem Kanal, auf dem das Video erschienen ist, macht er eigentlich sonst Videos. Ich meine, das letzte Video, was jetzt danach online kam, ist eine Shockball-Challenge mit Julia Beautix. Also ganz typisches YouTube-Video, wie man das auf zig Kanälen auch sieht. Deswegen, also ich habe nicht das Gefühl, dass er denkt, dass das, was er da gemacht hat, in irgendeiner Form Journalismus ersetzen sollte. Ja, aber was denken Sie denn? Also Journalismus ist unglaublich wichtig. Es ist ein ganz essentieller Teil einer funktionierenden Demokratie und es wird immer Journalismus geben. Aber es sehen Sie nicht, wie die Grenzen jetzt so verwischt werden? Das ist doch so. Also wenn ich habe Podcasts, ganz verschiedene. Ich habe die von öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich habe die von Ihnen, also jede Menge. Da weiß ich doch als Hörer gar nicht mehr, ist das jetzt ein klassisch journalistisches Produkt? Ist das einfach jemand, der so mal seine Meinung nach? Deshalb nochmal die Frage, brauchen wir andere Regeln? Ich glaube nicht. Ich glaube, was YouTube zum Beispiel jetzt inzwischen schon macht, ist klar zu kennzeichnen, wo Produkte herkommen. Also zum Beispiel steht jetzt unter einem Video, wird wahrscheinlich bei diesem Video, wenn das auf YouTube geht, auch passieren, steht da unten drunter, ist ein Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wenn das von Russia Today gepostet wurde, steht da was anderes. Aber wer soll denn die Regeln machen? Ich habe ehrlich gesagt keine Antwort darauf, wer die Regeln machen soll. Ich bin aber der Meinung, dass wir nicht mehr Regeln brauchen, sondern mehr Medienkompetenz. Also ich glaube, das Verständnis dafür, was eine gute Quelle ist und was ein seriöser Beitrag ist, ist viel wichtiger als zu sagen, okay, wir müssen Leuten irgendwie den Mund verbieten oder dafür sorgen, dass nur noch spezifische Leute auf YouTube irgendwas machen dürfen oder was weiß ich, da für Ideen im Raum stehen. Aber ich glaube, das Internet ist ja die Demokratisierung dieser Meinung. Also die Möglichkeit, dass jemand wie Rezo plötzlich die Möglichkeit hat, 12 Millionen Leute damit zu erreichen, wäre in den klassischen Medien. Hätte, Und die hat jeder. Mhm. Er hat das jetzt aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen geschafft. Aber ja, und welche Gefahr besteht denn dann da drin, Herr Decker? Wenn jeder eigentlich das so kann, wo sehen Sie da eine Gefahr? Weil wir sehen ja zum Beispiel bei die AfD, die sehr aktiv ist, die hat die meisten Follower von allen Parteien bei Facebook zum Beispiel. Ja, klar. Also viele, die sich darauf beziehen. Also ist das dann eine Gefahr, dass eben da der Populismus wächst? Ja, wir sehen ja die Gefahr heute schon. Wir sehen sie in den sozialen Netzwerken, beziehungsweise die man eigentlich besser digitale Netzwerke nennen sollte, weil das Soziale da manchmal hinten runterfällt. Wir sehen, dass Aufmerksamkeit das kriegt und diejenigen bekommen, die zuspitzen, die emotionalisieren, die polemisieren. Und wir sehen auch heute im Netz bei journalistischen Angeboten, dass häufig eben nicht das sachliche Stück über den Länderfinanzausgleich und dessen Reform geklickt wird, sondern es wird dann eben geklickt ein Text, wo in der Überschrift Ziegenficker vorkommt, um es mal sehr drastisch zu sagen. Also die Vokabel, die Jan Böhmermann mit Blick auf Herrn Erdogan verwandt hat. Und wenn das sozusagen wenn das der Trend ist, dann macht es Journalismus, der auch den Namen noch verdient, bringt es in Gefahr, macht es teilweise sogar unmöglich. Aber
Ich meine, wenn wir jetzt im Kontext des Rezo-Videos von Populismus reden, dann würde ich mir ehrlich gesagt wünschen, dass Populismus so funktioniert, weil 13 Seiten Fakten mitzuliefern, wenn das Populismus ist, dann gerne mehr. Aber es hat halt funktioniert, glaube ich, weil eben in der Überschrift das Wort Zerstörung vorgekommen ist. Aber das ist doch nichts Neues. Also, das ist doch nichts Neues, dass boulevardeske Zeilenzuspitzungen besser funktionieren als Länderfinanzausgleichszeilen. Und das war auch schon so, als das Internet gerade erst Internet war. Da jetzt so zu tun, also als sei das eine Entwicklung, die ganz neu ist, ist ja. Also, weil gerade noch mal das mit dem Populismus gebracht wurde, würde ich doch gerne für eine Klarstellung versuchen zu sorgen. Also der Jan-Werner Müller, das ist der führende Populismusforscher, sagt, Populismus ist antipluralistisch. Das ist nicht derbe Sprache oder irgendwie sowas, sondern es hat einen ganz klar demokratiefeindlichen Hintergrund. Mhm. Deshalb sprechen wir auch von Rechtspopulisten. Rezo ist kein Populist in dem Sinne. Das muss man ganz klar festhalten. Er ist polemisch und alles, was dann an Attributen man noch vielleicht sagen kann. Ja. Aber er ist kein Populist. So, da würde ich Ihnen widersprechen. Ich hätte es mir verkniffen, aber weil es jetzt noch mal hochkam. So eine Diskussion geht ja auch immer irgendwie weiter. Ich wollte eigentlich einen anderen Punkt ansprechen. Wir haben unabweisbar eine gigantisch wachsende Zahl an Quellen, aus denen wir uns informieren können. Mhm. Unser Weltbild bleibt aber nicht selbst erfahren, sondern durch Quellen vermittelt. Insofern stellt sich zwangsläufig die Frage, welchen Quellen glauben wir? Und da bin ich ganz bei Ihnen. Das geht um Medienkompetenz. Das kann nicht der Staat vorsortieren. Und dann kann man sich angucken und überlegen, wie vermitteln wir die. Also ich werde auch sortiert. Ich werde auch ganz. Und ich meine, wenn ich das mal sagen darf, es hat ja einen Grund, warum die AfD von Lügenpresse redet, weil sie eben genau den seriösen Quellen die Glaubwürdigkeit absprechen will, damit man ihren Kanälen glaubt. Das ist ganz easy. Ja, die Frage ist nur, wer sortiert es, Herr Blase? Wo würden Sie sagen, also wie schafft man denn Medienkompetenz? Wie kriegt man das hin? Also aktuell sortieren es Algorithmen. Die oft sehr intransparent sind, finde ich auch problematisch. Aber am Ende des Tages sollte eigentlich jeder Bürger in der Lage sein, für sich selber zu sortieren. Und diese Kompetenz ist leider nicht bei jedem vorhanden. Ich weiß nicht, ob die jemals bei jedem vorhanden sein wird. Aber da ist der Punkt, wo ich auf jeden Fall anfassen würde. Und ich finde, wenn jemand gezeigt hat, wie man es richtig macht, dann Rezo. Er hat sicherlich auch Fehler gemacht in seinem Video, aber er hat zitiert, er hat die Quellen angehängt, er hat sich informiert. Und klar, passieren da auch Fehler und manche Sachen sind vielleicht auch ein bisschen überspitzt oder sind weggelassen worden. Ist in 55 Minuten auch schwierig, alles irgendwie zu behandeln. Aber klar, vielleicht hätte er auch mit einem Journalisten vorher zusammenarbeiten können, um noch irgendwie das Ganze ein bisschen runder machen zu können, wer weiß. Aber am Ende des Tages, finde ich, hat er das gemacht, was ich mir eigentlich von allen YouTube-Videos wünschen würde. Und wie gesagt, es gibt sehr... Also gibt Sie auch haben aber trotzdem sich entschieden, nicht bei diesem gemeinsamen Aufruf mitzumachen, den es ja dann gab von, glaube ich, 70, 80 YouTubern. Warum haben Sie da nicht mitgemacht? Weil ich persönlich kurz vor der Wahl oder auch generell es problematisch fand, dazu aufzurufen, eine Partei nicht zu wählen. Einfach weil ich der Meinung bin, dass eben genau das gelten sollte, dass Leute anhand von Informationen, die man ihnen präsentiert, selber zu ihren Entschlüssen kommen. Ich finde, sein Video hätte genauso gut funktioniert, wenn er nicht gesagt hätte, wählt nicht diese drei Parteien. Und hätte dann vielleicht aber nicht so große Wellen geschlagen. Also vielleicht war es richtig, dass er es gemacht hat. Nur ich persönlich habe gesagt, dass ich stehe mehr für politische Bildung. Mhm. Und deswegen möchte ich lieber Leute informieren. Und wenn die Faktenlage dann dafür sorgt, dass Leute sagen, gut, dann wähle ich diese drei Parteien nicht, dann sind das Entschlüsse, die Bürger selber getroffen haben. Was muss man denn jetzt machen, Frau Mohr, damit dann der eine oder andere YouTuber dann doch denkt, okay, jetzt wähle ich mal wieder SPD. Was nehmen Sie sich da vor? Also geht das überhaupt noch oder ist es jetzt so kaputt gemacht, das Image dadurch? Ich glaube, also innerhalb von 3 Tagen da jetzt formvollendet auf allen Ebenen. Muss ja nicht formvollendet auf allen Ebenen sein. Also, zum einen dieses auf Augenhöhe mal zu reagieren und das ernst nehmen und das annehmen und das tatsächlich auch in die reale Politik mitzunehmen. Das ist ja der erste Schritt und gerade jetzt auch an dieser Stelle, glaube ich, der erste wichtige Schritt. Und das hat Lars Klingbeil ja deutlich gemacht, dass das jetzt gerade passiert. Und diese zweite Frage, also wie schaffen wir es denn jetzt, diese jungen Leute in diesem Internet zu erreichen. Das ist ja genau das, was ich sage. Ich würde mir wünschen,
dass das viel mehr an Persönlichkeiten hängt, die erzählen, was sie tun, warum sie es tun, warum sie Politik machen, was es bedeutet. Das ist aber und das heißt schwierig aber, bei der SPD, die streitet sich jetzt gerade, ob Frau Nahles jetzt noch Fraktionsvorsitzende bleibt und eventuell Parteivorsitzende. Bei Frau Kramp-Karrenbauer gibt es auch viel Kritik inzwischen an ihrer Person. Also wenn Sie sagen, es liegt jetzt an Persönlichkeiten, dann sind wir ja wieder weg von den Inhalten, wo wir doch alle sagen, es geht doch eigentlich um die Inhalte. Hm. Also da sind Sie doch in einem Dilemma. Also naja, ich glaube aber tatsächlich, das eine funktioniert nicht so gut ohne das andere. Ich glaube, und das, also Rezo hat sich dahingestellt und hat das erklärt und er hat das seiner Community erklärt. Und das ist tausendmal besser, als hätten wir ein Explainer-Video gemacht, ohne Persönlichkeit. Also na klar brauchen wir gute Inhalte, aber wir brauchen, glaube ich, auch Politikerinnen, die gut darin sind, sie zu erklären. Und ich weiß nicht, ob jetzt jede Politikerin YouTube Kanal braucht. Das Internet ist ja groß. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, mit Menschen zu sprechen, auf verschiedenen Kanälen. Was würden Sie denn sagen? Was denken Sie, also was jetzt sinnvoller ist? Würde ich ganz simpel sagen, YouTuber sind keine anderen Menschen als Nicht-YouTuber. Bisschen jünger im Durchschnitt. Ja, ein bisschen jünger. Und da gibt es natürlich dann auch Gruppen. Und es gibt immer Schwierigkeiten im Dialog zwischen Generationen und zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten und so. Aber erstmal sollte man sich vielleicht ein bisschen davon freimachen, dass man die so eine Medientasche steckt. Also das sind einfach erstmal Menschen, die haben ihre Wünsche, die haben ihre Vorstellungen und sie haben irgendwie Spaß, sich jetzt irgendwie auszudrücken. Und genauso wie man mit anderen Menschen darüber sprechen muss als Politiker, wie stellt ihr euch euer Leben vor und was können wir als Politiker dafür tun, dass ihr es dann auch so leben könnt, genauso würde ich auch mit den Menschen sprechen. Ganz einfach. Ja, aber die Frage ist, wie wichtig, also weil man jetzt ja merkt, es geht viel wieder auch ums Personal. Herr Decker, wie würden Sie es beurteilen? Ist diese Botschaft angekommen im politischen Berlin oder ist es im Moment einfach nur hysterisch, schon ein bisschen aufgeladen nach dem schlechten Wahlergebnis und dann geht man wieder zur Tagesordnung über? Ja, ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen. Einmal sind die beide Volksparteien tief verunsichert. Das ist das eine, weil sie die SPD stärker, die Union schwächer, beide mehr und mehr doch in die Krise geraten und auch in eine Identitätskrise geraten. Und dann gibt es eine zweite Quelle der Verunsicherung und das sind eben immer noch die Digitalisierung selber. Die Revolution, von der ich eben gesprochen habe, die ist im Gange. Dass ein YouTuber, den gestern niemand kannte, heute sozusagen die Debatte in Deutschland bestimmt, das ist einfach eine Sache, die sich auch hier am Tisch, glaube ich, vor zwei Wochen noch niemand so hat vorstellen können. Der Unterschied ist, dass wir darauf nicht reagieren mussten. Wer darauf reagieren musste, war in erster Linie die CDU. Die ist an dieser Herausforderung gescheitert. Mein Punkt ist, wenn ich das zum Schluss noch sagen darf, also ich hoffe halt darauf, dass im Netz, insbesondere wenn es um Journalismus geht, der den Namen auch verdient, dass da noch sachliche Inhalte auch eine Chance haben und nicht nur Inhalte, die in irgendeiner Form emotionalisieren, weil ich auch glaube, dass das nicht nur den Journalismus in Gefahr bringt, sondern auch die Politik. Naja, das würde natürlich auch voraussetzen, dass die Bemühungen, die es ja bei den klassischen Medien gibt, auch im Internet stärker Fuß zu fassen, dass die auch dann diese Form mit weiterentwickeln, die im Internet anderswo schon gang und gäbe sind. Da sind wir dabei. Ja, es ist klar. Also insofern werden die Dinge zusammenfließen. Ich bin da jetzt auch nicht pessimistisch. Ich vertraue auf eine freiheitliche, offene, pluralistische Gesellschaft, auch im Netz und auch in dem Dialog, den wir da brauchen. Ja, Sie haben ja vorhin Greta Thunberg angesprochen und Kevin Kühnert hat auch für Aufregung gesorgt mit Äußerungen. Ist es dann jetzt eben Rezo, Herr Blase, ist das nicht letztendlich dann doch ein Generationending, wo man sagt, okay, die Jugendlichen, die sind halt die jüngeren Leute, die sagen halt eben Dinge, die dürfen ein bisschen wilder sein und dann beruhigen die sich schon wieder? Nein. ich glaube beim Klimawandel, oder ich finde auch das Wort Klimawandel schwierig, bei dieser Klimakatastrophe, vor der wir gerade stehen, da haben junge Menschen einfach, so wie alle anderen auch, aber junge Menschen am meisten, ein riesiges Problem. Es geht hier nicht um YouTuber versus GroKo, wie es im Titel steht, sondern es geht um junge Menschen für eine Zukunft. Mhm. Und zwar für eine Zukunft. Also, dass es überhaupt eine Zukunft gibt. Und da finde ich,
ist jede Partei eingeladen, gerne sich daran zu beteiligen. Und das muss dann nicht auf YouTube passieren. Und da ist mir auch völlig egal, ob das charismatische Leute sind oder völlig langweilige Leute. Ich möchte einfach nur, dass wir Politik haben, die dafür sorgt, dass meine Tochter irgendwann noch mal ein Leben hat. Ja, vollkommen richtig. Okay. Vielen Dank. Ich glaube, da haben wir Einigkeit hier am Tisch. Ja. Und das spornt uns auch an, ich glaube, auch hier in der Phoenix-Runde noch mehr inhaltliche Debatten zu führen. Ja, also ganz herzlichen Dank dafür. Und heute Abend geht es natürlich wie immer weiter mit Phoenix der Tag in Bonn. Dort ist mein Kollege Thomas Garde, der bringt Sie auf den neuesten Stand der Dinge. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.